look at this leaf and look at that leaf. And if you know these things, they help you also understanding the nature of plants. And we must all endeavor to know a little bit more about plants because they are the main source of energy, main source of medicine and food for us. Am 5.2.2018 findet im beninischen Cotonou ein von den Universitäten Leipzig, Münster und IRGYP Afrika organisierter Workshop zum Thema traditionelle pflanzliche Medizin statt. Sponsor ist die unabhängige Deutsche Volkswagen Stiftung. Dieser Workshop, der auch die Biopiraterie als Unterthema auf der Agenda hatte, war Anlassgeber, die Biopiraterie und mit ihr Akteure und Zusammenhänge näher auszuleuchten. Biopiraterie hat sich mit der an ihr geäußerten Kritik weiterentwickelt und neue Wege für sich entdeckt. Die Aneignung ethnomedizinischer Informationen findet heute mit mehr Intelligenz und Fingerspitzengefühl als früher und über Umwege statt. Das Video liefert dazu beispielhafte Beobachtungen und unbewiesene Hypothesen. Diese Arbeitshypothesen verstehen sich nicht als denunziatorisch, sondern als Hinweis auf Nachbesserungsbedarf hinsichtlich Transparenz und der zur Eindämmung der Biopiraterie vorgesehenen nationalen und internationalen Regelwerke. Das alles geschieht in der Hoffnung, dass am Ende des Tages alle fair miteinander umgehen wollen. Aktuelle Forschung und die zur Biopiraterie ausgesandten Kundschafter westlicher Pharmakonzerne bescheinigen der traditionellen Heilkunde Afrikas großes Potenzial für den weltweiten Gesundheitsbetrieb. Das Spektrum ist breit und umfasst unter anderem Wirkstoffe gegen Malaria, gegen Diabetes, Entzündungskrankheiten oder Übergewicht. Aber nicht nur die reichen Länder des Westens sind hinter den afrikanischen Rezepturen her. Die Afrikaner selbst verstehen ihre traditionelle Hausapotheke zunehmend als praxisnahe Alternative zur teuren und gerade für die ländliche Bevölkerung oftmals nicht ausreichend verfügbaren westlichen Medizin. Die Interessen sind gegensätzlich. Auf afrikanischer Seite der Wunsch nach erschwinglichen und leicht zu beschaffenden Volksmedikamenten. Auf westlicher Seite das Interesse an lukrativen phytopharmazeutischen Prospekts und weitreichenden Schutzrechten. Der Appetit global agierender Pharmaküchen auf indigene Kräuterrezepte hat zu einem lebhaften Diskurs rund um Verwertungs- und Patentansprüche geführt. Der Konflikt okzidental-private Auffassung geistigen Eigentums im Widerstreit mit dem kollektiven Anspruchsverständnis der Afrikaner. Rechtsabteilung mit prall gefüllter Kriegskasse auf der einen, subsaharische Dorfbewohner auf der anderen Seite. Man könnte dahinter eine Fortführung kolonialer Gepflogenheiten vermuten. Zwischen den Stühlen die westlich geprägte afrikanische Pharmazie-Elite. Für eine angemessene Teilhabe Afrikas am ethnomedizinischen Erbe wird es im Wettlauf um therapeutische Perspektiven und Verwertungsrechte der traditionellen Medizin darauf ankommen, Vorkommen, molekulare Struktur, Indikation, Gewinnung und Verabreichung der Phytopharmaka auszuleuchten und unter afrikanische Kontrolle zu bekommen. Hierfür werden Wissenschaftler und angesichts des Umfangs der Aufgabe insbesondere Nachwuchswissenschaftler benötigt. Wissenschaftler, die sich nicht von westlichen Pharmaakteuren mit Stipendien und Kongressen ködern lassen, um aus persönlicher Vorteilsdenke das ethnomedizinische Familiensilber Afrikas zu verscherbeln. In dieses Szenario stellt sich ein von der unabhängigen Volkswagen Stiftung im Rahmen der Themenreihe Wissen von morgen geförderter, vom 5. bis zum 10. Februar in Cotonou im westafrikanischen Benin durchgeführter Workshop. Sein Motto: Ethnomedizinischer Reichtum Westafrikas, Verständnis und Bewahrung des Wertes regionaler, traditioneller Naturheilkunde. Organisation und Durchführung des Workshops haben die kooperierenden Universitäten Leipzig, Münster und IRGYP Afrika übernommen.
Auf ihrer Ankündigungswebseite definieren die Veranstalter die Workshop-Ziele wie folgt. Das traditionelle Wissen der Wohnbevölkerung Westafrikas über traditionelle Naturheilquellen sammeln und dokumentieren. Untersuchen Sie die traditionellen Naturheilmittel auf ihre wissenschaftliche Wirksamkeit mit modernen Methoden der Phytochemie, In-vitro-Pharmakologie, Toxikologie und klinischen Untersuchungen. Entwicklung von Strategien zur Erhaltung der gefährdeten Biodiversität von Heilpflanzen in Westafrika. Schaffung von Wissen und Technologie für die Entwicklung von erschwinglichen und hochwertigen Phytomedizin für lokales Marketing durch Erstellung von Monographien und Qualitätskontrollmaßnahmen von Heilpflanzen auf dem neuesten Stand der Technik. Der Workshop präsentiert sich nachvollziehbar und uneigennützig. Trotzdem wirft er kritische Fragen auf. Grund: Die am Workshop teilnehmenden Wissenschaftler sind nicht nur interuniversitär, sondern vielfach auch mit Pharmaunternehmen vernetzt. Es gibt Anlass zu der Vermutung, dass die Unternehmen daran arbeiten, das Wissen afrikanischer Heiler mittels dieser Vernetzungen anzuzapfen. Das Ausplaudern ethnomedizinischer Informationen bringt Probleme. Insbesondere dann, wenn sich die mit Rechtsabteilungen und Geldmitteln üppig ausgestatteten Pharmakonzerne traditionelles Wissen als proprietäre Entwicklungsleistung mit Erfindungshöhe zuschreiben. So in der Causa Schwabe. Vor einiger Zeit ist das Karlsruher Traditionsunternehmen Schwabe wegen seines pflanzlichen Medikaments Umkaloabo als Biopirat in die Berichterstattung der Presse geraten. Umkaloabo basiert auf Extrakten der Pelargonium-Pflanze, die von der Urbevölkerung der südafrikanischen Kapregion seit jeher gegen Atemwegserkrankungen eingesetzt wird. Schwabe hatte, um sich das zigmillionenschwere Geschäft mit dem Hustenstiller abzusichern, vor Gericht unhaltbare Patente erwirkt. Auf der anderen Seite vergeben die Karlsruher über eine als Verein organisierte Gesellschaft für Arzneipflanzen-Naturstoffforschung e.V. Research Scholarships und Awards gerne auch an afrikanische Nachwuchsforscher. Die mit Geldmitteln reisend akademischem Renommee verbundenen Scholarships und Awards sind verständlicherweise begehrt. Der Umgang damit dürfte einen Balanceabgleich kommen. Die Wissenschaft läuft Gefahr, sich für Partikularinteressen instrumentalisieren zu lassen. Ohne hier im Einzelnen nachzufassen oder zu bewerten, bliebe zu wünschen, dass die afrikanischen Gesellschaften und der Berufsstand der Heiler über die sprichwörtlichen Brotkrumen hinaus angemessen und in geeigneter Weise an den mit ihrem Wissen erzielten Erlösen beteiligt und die häufig der Natur in Form von Wildsammlungen entnommenen Pflanzen ausreichend geschützt würden. Begehrte Heilpflanzen sollten in ihrem Bestand bewahrt und nicht im unverträglichen Maße exportiert, dem heimischen Markt entzogen und verteuert werden. Für Industriekontakte der Wissenschaftler lassen sich mit Inwertsetzung von Forschung und Patientennutzen durchaus auch gute Gründe aufführen. Auffällig ist allerdings das große Interesse der Europäer speziell an der afrikanischen Ethnoressource. Die könnte auch damit zu tun haben, dass es auf dem afrikanischen Kontinent eine im Vergleich zum Beispiel zu Indien oder Mexiko unterdurchschnittlich regulierte Rechtslage gibt. Hier ließe sich seitens der afrikanischen Wissenschafts- und Forschungsadministration regulierend eingreifen, um das unkontrollierte Absickern afrikanischer Wissensbestände zu begrenzen. Andererseits wäre auch mehr Kontrolle durch die Ethikbeauftragten deutscher Universitäten wünschenswert, um für mehr Transparenz im afrikanisch-deutschen Wissenstransfer zu sorgen. Die kritischen Bemerkungen nehmen einzig Bezug auf eine trotz Nagoya-Protokoll wenig zufriedenstellende Lage, die vieles im Unklaren lässt, wie mit traditionellem medizinischem Wissen indigener Gemeinschaften umzugehen ist. Die Sachlage ist anspruchsvoll, weil auch der einzelne Heiler nicht Eigentümer des ethnisch tradierten Medizinalwissens sein kann. Dieses Wissen kann insofern auch nicht von westlichen Akteuren von ihm gekauft oder gegen Vergünstigungen erworben werden.